Also ich muss ehrlich sagen, so als Polizeirevier ist das ziemlich chillig. Die haben nur erschreckend wenig Angestellte. So. Hier hinten hätten wir übrigens auch noch eine Möglichkeit reinzukommen. Also es gibt mehr als einen Weg. Der hier war übers Dach, wenn ich mich noch richtig entsinne. Also konnte man Zeug aufstapeln unten. Ja. Also Kanalisation durch die Haupttür, übers Dach. Also Option hat man immer. Daran liegt es nie. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie die reagieren, wenn die mich hier im Büro erwischen. Also nur weil ich die Erlaubnis habe, hier rumzustreunern, heißt das nicht, dass sie nicht alle Nase lang bei irgendwas Amok laufen. Also ist so 50-50. Wieder ein neuer Code bekommen, finde ich gut. Neues zum Lesen, finde ich noch besser. Mehr lesen, Kinder, dann endet ihr ja nicht wie dieser komische, stotternde alte Mann, der mir die ganze Zeit zuhört. Schlimm, diese alten Leute, die nicht mal einen geraden Satz zusammenkriegen und nur das wiederholen, was sie gerade gesehen haben, mit ein bisschen Gedanken vermischt. Warum guckt ihr sowas überhaupt? Also wirklich. Kronk. Nee, warte, es ging um mich. Verdammt. Kuckuck. Okay, kein Code gefunden. Nö, gehe ich wieder. Schade. So, hier haben wir wieder Laserschranke. Ah, hier könnten wir auch wieder Waffen mitgehen lassen. Ist natürlich jetzt fragwürdig, wie realistisch es ist, dass man hier scharfe Waffen einfach so im Büro rumliegen lässt, aber ja gut, es ist nach wie vor ein Polizeirevier, da erwartest du jetzt nicht, dass gerade ein Schwerverbrecher bei dir einmarschiert. Oder ein Typ als Cyborg-Ninja verkleidet. Was? Nein, nein, ich rede nicht von mir. So, wir spazieren jetzt gerade erstmal ein paar Wir bleiben Wegchen hier, ab. bis ich Antworten kriege, Junge. Wir reden hier über ein paar ernsthafte Verbrechen. Verbrechen? Was reden Sie da, Mann? Mein Bruder wird vermisst und Sie wollen ihn verhaften. Also wenn man nicht gerade Stealth dabei hat, wie ich, dann kann man die Laserschranke eben auch auf diesen Weg umgehen. Man muss halt nur möglichst viel Aufwand betreiben, um an diesen Typen vorbeizukommen, was meistens bedeutet, geh rein, knall alle über den Haufen oder verpasse ihn schnellstmöglich eine. So. Naja, mach Schläfchen. Ah ja, unser Radiofuzzi, von dem hat ja gerade die nette, offenherzige Dame gesprochen. Ach, ein netter Spinner. Aber hey, Spinner geht immer. Oh Gott, war der Witz schlecht. Der war sehr schlecht. Oh, der war ja Stufe 3. Hab ich jetzt das Geld mitgenommen? Ja. Ist nur die Frage, habe ich den Code schon. Warte mal. Irgendwas ist doch hier gerade im Bild aufgeploppt. Also das Passwort für die Waffenkammer kriegen wir auch noch. Das ist nicht das Problem. Und hier gibt's eine ganze Menge Zeug mitzunehmen. Da kann man ganz gerne nochmal vorbeispazieren. Aber aktuell. War hier denn sonst nichts mehr? Ich versuche mich gerade zu entsinnen. Ich denn auch alles gelesen? Leichenhalle, bla 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 bla. Ja gut. Hätte ich jetzt halt einen Code, dann wäre der hier natürlich schon angezeigt worden. Wir kennen das ja bereits. Gut, auf jeden Fall haben wir unseren Weg in die Waffenkammer schon mal gesichert. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Die werden halt eine absolute einen Brummschädel haben beim nächsten Mal, aber hey. Soll uns jetzt nicht so tangieren. Tangieren. Gebildete Wortwahl. Hi. Kuckuck. Hi. Hi. Ich sollte es nicht so provozieren. Provozieren. Snickers. Das ist so eine schöne Ecke, die ich jedem empfehlen kann, wenn man, wenn er halt wirklich auf Stealth hier rein möchte und unten nur am Verkacken ist. Hier kann man echt gut den Leuten auflauern und sie K.O. boxen. Die Cafeteria des Schreckens.
eine sehr kleine Cafeteria des Schreckens. Die trinken halt nicht viel. Sind halt harte Bullen. Essen, trinken, ich bitte euch. Wer braucht denn sowas? Gut, gut. Packt das Ding weg. Eieiei. Gott sei Dank ist es eine nicht tödliche Waffe, da gehen sie nicht gleich amok. Hätte ich eine echte Knarre im Anschlag, ich könnte gar nicht gucken, wie schnell die reagieren. So, und da hinten ist unser Eingang von eben. Aber ihr seht, hier ist ziemlich belagert. Also wenn man hier so mit Betäubungsgas oder so rangeht, hat man eher eine Chance. Allerdings hast du da auch die Möglichkeit, dass sie ziemlich amok laufen und halt für mehr Aufmerksamkeit sorgen, als dir lieb ist. Kuckuck. Gut, also ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich jetzt die Leute betäube, obwohl sie eigentlich keine Gefahr darstellen. Ich will so wenig Augenzeugen wie möglich da haben, wenn ich hier am Rumwühlen bin. Eben weil man nie weiß, ab welchem Punkt denken sie sich, oh, gefällt mir jetzt doch nicht so, was der hier treibt. Vor allem möchte ich ja auch hier ein bisschen in den Computern herumwühlen. Hat er mir nicht gerade ein Passwort angezeigt? Bin ich jetzt gerade blöd? Alter, was hat denn der eigentlich jetzt momentan für Spackungen, wenn er versucht, da reinzukommen in den Bildübergang? Ist ja ganz seltsam. Ach, du liebe Zeit. Eieieiei, ei, Gariba. Jetzt erstmal wieder die große Weltwendung. Ja, ja, alles gut. Oh je. So. Zugriff gewährt. Wir müssen hier noch für die Mutter von Megan ein paar Infos einsammeln, ne? Dem hier gucken wir uns ja hier mal in aller Ruhe um und hoffen, dass der Typ da draußen auf dem Gang nicht vorbeikommt und durchs Fenster dunst. Vermisste Menschen. Immer mysteriös. Hi. Okay, du bist niedlich. Habe ich jetzt gerade versucht, niedlich zu sagen? Ja, dann aber in dem Moment gedacht, wo ich sagte niedlich, mein Gehirn sich gedacht hat, niedlich passt nicht. Und dann habe ich nur gesagt. Wow, mein Verstand ist heute bescheuert. Also wow, ich überrasche mich gerade immer wieder selber. Ich möchte mich selber treten. Darf ich? Du siehst mich nie. Das ist eigentlich nur gerade eine pure Angewohnheit, weil ich ja ansonsten immer stealth reingehe. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Warum gehst du stealth rein, wenn du auch einfach mit dem Typen unten reden kannst? Was ist das? Mache ich auch immer ganz gerne, aber nein. Haha, du siehst mich nicht. Das Ding ist, ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Die müssten Spitz kriegen, wenn ich in das Büro da rein marschiere. Und da sind sie nicht so erfreut drüber. Von dem her wäre ich fast gewillt, die Jungs K.O. zu boxen. Ich mein's ja nicht böse mit ihnen, aber... Ja, doch. Komm her, komm her, komm her, komm her. So, Kamera guckt gerade weg. Kamera guckt noch weg, Kamera guckt noch weg, Kamera guckt noch weg. Ah, geschafft. So. Ey, guck an, was haben wir denn hier? Passwörter. Passwörter sind immer gut. Was ist denn heute los? Komm, nehm mir mal einen Schluck Flüssigkeit zu mir, stoße ich auf. Eieieiei, das macht ja die Aufnahme doppelt unerträglich. Ich glaube, es liegt daran, dass es heute Pfannkuchen gab.
Irgendwie vertrage ich seit einer halben Ewigkeit nichts mehr in Fettgebackenes. Hallo, liebe Kamera, geh weg. Also wir gucken jetzt mal, ob die zwei Typen nebenan das spitz kriegen werden, wenn ich da reinmarschiere. Ich hoffe es mal eher nicht. Autoheck. Eieieiei. Okay, die Jungs sind augenblicklich blind. Finde ich schön, ist eine Abwechslung. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, je härter der Schwierigkeitsgrad ist... Oh Gott, hat er mich gerade erschreckt. Blödes Radio. Also was ich gerade sagen wollte, je eher man den Schwierigkeitsgrad hochdreht, umso schärfer sehen die einen. Ist so. Gefühlt wie wahr. Ich erzähl keinen Käse. Es ist so. Bin ich schon wieder voll? Was habe ich denn wieder alles eingesammelt? Ach, eine Pistole. Harte Geschwindigkeit. Warte mal. So, schadet nie. Laserzielsystem. Für eine Pistole. 10 mm ist nicht jetzt so meins. Naja. Warte mal. Erkennt das Spielchen ja, ist da ein Luftschacht, dann sollst du ihn nehmen. Und nicht hemen. Schmiergeld. Geldschmier. Kuckuck. Kuckuck. Okay. Deswegen habe ich den Kerl da in erster Linie K.O. geboxt. Wird der hier schon rumspazieren und mir dabei zugucken, wie ich Computer hacke? Polen wäre offen. Ein Begriff, den glaube ich auch keiner mehr kennt. Warum ist Polen offen? Polen ist doch immer offen. So, kein so großes Tamtam. Ich will nur die Daten. Ja. Ihr kennt ja das Spielchen aus der allerersten Folge. Wer wirklich alles lesen möchte, der sollte mal pausieren. So, Büro wurde durchsucht. Okay. Gut. Dann haben wir, was wir soweit bräuchten. Schön, schön. Lalalala. Den kenne ich doch. Der grüßt nie. Hallo, liebe Kamera. Geh mal kurz aus. 2, 2, 3, 1. Ich weiß gerade nicht, ob ich da schon drin war. Nein. Schrotflinte. Bin ich ehrlich gesagt nie ein Fan von gewesen in dem Spiel. Da war nix. Ja. Danke. Ach komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Tut keinem weh. Schmeckt lecker nach Lakritz. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, jetzt können wir gerade ein bisschen Viren verschleudern. Wir haben sie ja gerade. Trainingskurse, ja, ja. Ultraviolett-Klasse finde ich nach wie vor lustig. Ultraviolett! Das klingt gar nicht eingebildet. Ach Gott. Mal kurz anders hinsetzen. Ich bin alt und geprächtig und wenn ich mich nicht mal anders hinsetze, kriege ich Druckstellen. Ich bin wie eine Pampelmuse. Das wird wahrscheinlich der einzige Part sein, wo Leute kommentieren und sich den Arsch beömmeln. Pampelmuse. Ja, ja. So. Man kennt das ja. Ich gehe gerne Wege ab. Und meistens hat man so ein kleines Goodie dabei. Ne?
Ich will euch ja auch was bieten für die gebotene Zeit, ne? Außerdem, Umweg. So, das war nicht der Weg aufs Dach. Wobei der andere da auch, glaube ich, noch auf den Weg geführt. Das waren dann vier Wege. Oh Gott, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich gehe eigentlich meistens immer nur durch die Kanalisation rein. Ihr seht mich staunen. Seht und staunet. Wobei ich mich jetzt gerade frage, hier war das, glaube ich, dass man Stärke braucht, um Zeug aufzuschichten. Bin mir jetzt gerade sogar unsicher. Ah ja, hier ist ein Gullideckel. Kanalisation werden wir uns natürlich noch antun. Da gibt es eine Menge Zeug abzugreifen, aber da hätte ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen was auf Stärke geskillt, weil wir da Wände aufbrechen müssen. Alternativ würde ich halt sagen, wenn ich keine Stärke dabei habe, dann halt was Explosives mitnehmen, um die Wände zu knacken. Weil da sehr viel Zeug ist, wo man halt auch gut was mitnehmen kann. So ein bisschen Fanservice. Oh, Mann, Peng Peng. Ach komm, Stufe 1 nehmen wir. So. Hab ich denn genug Hack? Stufe 3. Na zum Glück. Das soll es mir wert sein. Mensch, noch mehr zum Lesen. Ja. Aha, Vorfallsbericht. Da fühlte ich mich doch tatsächlich angesprochen. Also ihr kennt das ja, wenn es euch interessiert und ihr es wirklich lesen möchtet, einfach pausieren. Oder noch besser, spielt das Spiel, besorgt es euch. Es kostet nicht die Welt und es ist unterhaltsam. Natürlich vorausgesetzt, ihr könnt mit dem Genre etwas anfangen. Ich will euch hier jetzt nicht die Katze im Sack andrehen, den Bären auf dem Schlittschuh, das Schwein auf Rollerblades, Dinge. Ihr versteht, was ich meine. Also wenn ihr mit dem Genre an sich etwas anfangen könnt, es ist immer eine Empfehlung, sich das Spiel mal anzutun. Es ist eine Erfahrung. Gut, es ist hier und da ein bisschen unzeitgemäß gealtert. Ich geb's ja zu, aber es ist trotzdem nicht unspielbar und es macht eine Menge Spaß. Aha. Ja. Also von dem her, es ist kein Muss, ich will keinen dazu nötigen, irgendwie Geld auszugeben, aber ganz ehrlich, das Spiel macht Laune und trotz des hohen Alters, das es mittlerweile hat, es ist trotzdem saulustig. Und du hast hier Möglichkeiten, da guckst du ja momentan eine AAA-Titel an und lachst darüber, was die da an Optionen betiteln. Nur mal überlege, wie war das damals bei einem von diesen COD-Teilen? Ja, wir haben Levolution und du hast die Möglichkeit, deinen Weg zu gehen. Ein Weg daraus besteht, hier ist eine Weggabelung. In einer Mission gehst du von A nach B und 2 Meter weiter ist dann wieder dasselbe Pfad gewesen. Ach ja, genau. Da habe ich jetzt gerade gar nichts dazu gesagt. Warte mal. Ich bin jetzt schon wieder außer Atem. So, hier seht ihr ja Elektrizität. Hätten wir uns jetzt schon passend geskillt, könnten wir eben durch... Wo war es denn? War das hier oder war das bei Panzerung? Auf jeden Fall, es gibt eine Augmentierung, die es uns erlaubt, durch Strom zu rennen. Also hätten wir die drin, könnten wir einfach durchspazieren. Ist in manchen Passagen tatsächlich interessant. Kommt jetzt aber nicht so häufig vor. Alternativ, hätten wir Stärke gehabt, hätten wir einfach diesen Müllcontainer genommen und uns hier einen Weg hingebahnt. Umgekehrt kann ich jetzt natürlich auch hier diese Kistchen nehmen und die da oben hinstellen. Gut, alternativ könnte ich jetzt euch die Kanalisation... Oder soll ich das mal machen? Ach komm, scheiß der Hund drauf, wir gehen in die Kanalisation. Ihr habt mich überredet. Alles klar, gut. Mensch, ihr könnt ja überzeugungsfähig sein, wenn ihr wollt. Hätte ich ja nie erwartet. Ihr solltet in den Einzelhandel gehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das als Beleidigung auslegen werdet. Bin ich mir unsicher. So, lass mal kicken. Hätte ich jetzt meine passende Augmentierung in den Augen drin, würde jetzt jede einreißbare Ebene mit so einer schönen orangenen Umrandung markiert werden. Ansonsten muss ich halt hier immer umgucken, was halt so zu finden ist mit Rissen. Hi! Na, friedlich? Die Jungs mögen uns nicht so. Hi! Noch ist er friedlich. Okay. Man will es auch nicht wirklich drauf anlegen. So, den Weg kennen wir ja schon. Da geht's zur Polizei. Kuckuck. Wundert mich eigentlich, dass sie gerade so friedliebend sind. Ansonsten sind sie ein bisschen aggressiver unterwegs.